Sie hören mich? Dr. Imre apologizes, I did not find the time resources to translate my talk into English, but thanks to our translators, I hope you can follow us. Now, nachdem Sie jetzt zu Mittag gegessen haben, hoffe ich, dass Sie nicht das Gefühl haben, Sie müssten jetzt die erste halten. Schauen wir mal, dass Sie mit mir resonieren über Schlüsseltechnologien und staatliche Sicherheitsvorsorge. Über folgende Hypothese möchten wir uns Gedanken machen, meine Damen und Herren. Bei der digitalen Transformation ist Deutschland abhängig von ausländischen Schlüsseltechnologien und Digitalerzeugnissen. Und auch in der Sicherheitsvorsorge verliert das Land an Autonomie. Doch bevor wir einen Blick auf die Sicherheitsvorsorge und die Sicherheitsindustrie werfen, man nennt das heute auch Wehrtechnik, früher hieß es Rüstungsindustrie, schauen wir uns die zivile Welt an. Die Totalvernetzung, meine Damen und Herren, das Internet der Dinge, bringt hohe Sicherheitsrisiken mit sich. Das ist nichts Neues. Es ist allerdings so, dass sich die Diskussion um das Internet der Dinge vielfach beschränkt auf die gesteigerte Vulnerabilität der Zivilgesellschaft und mögliche IT-Sicherheitsstrategien. Aber, meine Damen und Herren, das ist viel zu kurz gesprungen. Hinter der Ausweitung des Netzes zum Zwecke der Erhebung, der Speicherung und der Analyse von Daten, wir Technologen nennen das Datenfusion oder Multisensordatenfusion, eine sehr alte Technologie, die traditionell militärisch ist, also in hoheitlicher Hand war. Hinter dieser Datenfusion steht eine Weltanschauung. Die ideologische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Digitalisierung würde sich lohnen. Wir werden das ganz kurz anreißen, aber es wird nicht ganz der Inhalt meines Vortrags sein. Es ist trotzdem richtig, meine Damen und Herren, dass sich schon in der näheren Zukunft die letalen Angriffe auf unsere Infrastrukturen vermehren werden. Und damit meine ich nicht nur unsere Rechner- und Netzwerkinfrastrukturen, sondern eben auch Infrastrukturen wie Anlagen, die im Fokus krimineller Energien stehen, aber eben auch im Fokus von staatlicher Sabotage und Spionage. Ein Beispiel oder ein Beginn dieser neuen Art des Cyberwars haben wir gesehen mit der Explosion der von BP betriebenen BTC-Ölpipeline in der Türkei im Sommer 2008. Hacker sind in diese Pipeline über eine Tastatur eingedrungen und haben sie zur Explosion gebracht. Wer aber beim Thema Internet der Dinge und Sicherheit Bedenken äußert, wird auch in der deutschen Presse oft als Kulturpessimist abgestempelt und gebrandmarkt. Dabei, meine Damen und Herren, ist die Systemanalyse, also die Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse, nichts weiter als Good Practice des Engineerings. Das heißt, es wird von Ingenieuren gefordert, dass sie eine Bedrohungs- und Sicherheitsanalyse machen, bevor sie neue Systeme und Technologien einführen. Es gibt sogar in der Bundesrepublik eine Vorgehensweise. Es ist das V-Modell XT der Beauftragten. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie die Behörde heißt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, auf deren Seite können Sie das V-Modell finden. Da gibt es tatsächlich einen Absatz, der heißt Gefährdungs- und Bedrohungsanalyse. Und deswegen ist es nur legitim, dass wir uns Gedanken machen über die Gefährdung und Bedrohung durch die Digitalisierung. Wir müssen allerdings eins nüchtern feststellen, meine Damen und Herren. Die Smartphones, die Geräte, mit denen wir zu tun haben, unsere Netzwerkgeräte, die Betriebssysteme, die wir nutzen, die sind mit einigen wenigen Ausnahmen amerikanische Marken. Aber mit den Geräten amerikanischer Provenienz handeln wir uns eben mehr ein als nur gefälliges Design und tolle Funktionalität. Ich zitiere einen Philosophen des letzten Jahrhunderts, er sagt, die Entscheidung für bestimmte Formen von Produktion und Konsum bringt immer auch eine bestimmte Kultur als Gesamtausfassung des Lebens zum Ausdruck. Was heißt das, meine Damen und Herren? Das bedeutet, dass jeder Klick auf ein Google-Search, jeder Klick auf ein One-Click-Buy auch ein kulturelles Votum ist für bestimmte Geschäftsmodelle. Und zwar für die Geschäftsmodelle, die der Überwachung folgen. Die Überwachungsfunktion ist also direkt in die Hardware und Software integriert und wird hierher nach Europa exportiert. Wir kennen alle die Beispiele Backdoors von Betriebssystemen. Denken Sie an Microsoft Windows. Denken Sie an Cisco-Routers. Cisco-Routers lassen sich per Fernwartung abschalten. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ende des Jahres ist in Nordkorea das Internet komplett ausgefallen. Fragezeichen, wer hat es abgeschaltet? Consumer Electronics sind ausgestattet mit einer Vielzahl von Sensoren und wir wissen heute gar nicht mehr, ob sich die Sensoren tatsächlich abschalten lassen, wenn wir das entsprechende Gerät ausschalten. Ich denke eben hier besonders
an Mikrofone. Das heißt, daraus müssen wir schließen, als deutsch-europäische Nutzer, die keine Kontrolle über diese extranen importierten Geräte haben, haben wir mit Einschränkungen auch überhaupt keine Chance, diese tatsächlich auch sicher zu bekommen und insbesondere grundrechtssicher zu bekommen. Wir reden in der Zwischenzeit vom Internet als einer systemrelevanten Infrastruktur. Hier in Europa muss systemrelevante Infrastruktur grundrechtssicher sein. Das heißt, der Staat hat eine staatsrechtliche Verpflichtung, Infrastrukturen grundrechtssicher zur Verfügung zu stellen. Dazu muss man aber verstehen, was Grundrechtssicherheit heißt. Und wir müssen einen ganz kleinen Blick werfen auf das deutsch-europäische Verfassungsverständnis und das Menschenbild. Deutschland setzt auf ein Menschenbild, das der Menschenwürde folgt. Artikel 1, Absatz 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Europa hat dieses Menschenbild mit der Menschenwürde auch in die Verträge von Lissabon 2007 übernommen. Man muss wissen, dass in dieser gesamten digitalen Transformation, mit der wir zu tun haben, die Menschenwürde das zentrale Supergrundrecht in unserer Verfassung ist. Es wird immer geredet vom Supergrundrecht auf Sicherheit. Das gibt es nicht. Es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit in unserer Verfassung. Es gibt besonders auch kein Supergrundrecht auf Sicherheit in der Verfassung. Wir haben das bei unserem ersten Vortrag gehört. Hier gibt es eine Abwägung zu tun zwischen Freiheitsrechten und Sicherheitsrechten. Und alle diese Freiheitsrechte, die von der Digitalisierung angegriffen werden, all diese Freiheitsrechte wie Privatsphäre, Recht auf negative Freiheit, also in Ruhe gelassen zu werden von der Digitalisierung, ja, diese Freiheitsrechte, das Recht auf Kontrolle von Daten, die lassen sich alle zurückverfolgen und rückbinden in die Menschenwürde. Die Menschenwürde deckt alle diese Freiheitsrechte ab. Jetzt ist es aber so, dass andere Länderverfassungen nicht zwingend von den deutsch-europäischen Vorstellungen motiviert sind. Insbesondere folgen die USA eben gerade diesem Verfassungsverständnis der Menschenwürde nicht. Der primäre Fokus der amerikanischen Verfassung ist die Freiheit im Sinne von Liberty. Die Amerikaner haben zwei Ausdrücke für die Freiheit, Liberty und Freedom. Liberty heißt hier, der Bürger möchte frei sein von Regulierung, von staatlicher Regulierung. Freiheit als Ganzes bedeutet Unabhängigkeit, aber hier geht es wirklich um die Abwesenheit staatlicher Regulierung. Und zu diesen Freiheiten zählen die Amerikaner eben auch den Free Trade, den freien Handel. Deswegen findet Google-Chef Eric Schmidt unerträglich, dass Europa rund um das Internet, und das ist ein Zitat eines Besuchs, den er letztes Jahr in Berlin gemacht hat, er findet es unerträglich, dass Europa rund um das Internet Maßnahmen ergreift, die so aussehen, als seien sie verbraucherfreundlich, die aber in Wahrheit Handelsbarrieren sind. Die USA halten also nichts davon, dass Europa den Grundrechtsschutz sichern will und dadurch eben auch das Internet regulieren möchte, und zwar beispielsweise durch die Datenlokalisation. Er sagt weiter, die gruseligste Sache, über die wir heute auf dem Podium gesprochen haben, ist die Datenlokalisation. Denn sie bedeutet, dass Daten europäischer Bürger nicht mehr einer amerikanischen Firma gehören. Nach europäischem Rechtsverständnis und Grundrechtsverständnis gehören diese Daten niemand anders als Ihnen, Einzelnen. Die gehören niemandem, die sind eigentlich nicht dafür da, dass sie jemand nimmt und damit handelt. Also wir haben hier einen großen Diskussionsbedarf, wem gehören Daten, das ist überhaupt nicht geklärt. Wir haben bei Rob immer gehört, es geht um Kapitalisierung, es geht um den Handel von Daten. Das verstößt gegen die Menschenwürde nach deutsch-europäischem Verfassungsverständnis. Konzepte wie die Datenlokalisation, sagt Eric Schmidt, bedeuten den nationalen Notstand für Amerika. Denn wenn die Datenlokalisation weiter vorangetrieben wird, dann haben wir ein Problem, das Amerika betrifft. Und das heißt übersetzt, meine Damen und Herren, America first. Und es ist die Letztbegründung amerikanischen Handelns. Jetzt kollidiert die staatliche Pflicht, meine Damen und Herren, zur Bereitstellung rechtskonformer und grundrechtssicherer Infrastruktur, auch Netzwerkinfrastruktur, mit dem Unvermögen Europas, diese Infrastruktur auch tatsächlich hinzustellen. Denn bei vielen Schlüsseltechnologien für das digitale Zeitalter ist Europa weit abgeschlagen bis nicht lieferfähig. In den letzten 15 bis 20 Jahren, meine Damen und Herren, hat Europa digitale Schlüsseltechnologien verloren.
Auslöser sind dabei nicht etwa mangelhafte Bildung, schlechtere Bildung. Unsere Forscher sind nicht schlechter als die Forscher in den USA. Der Unterschied ist, hier in Deutschland und Europa mangelt es an Geld und an Risikokapital. Einige kleine Zahlen dazu. In Europa ist die Pro-Kopf-Investition von Risikokapital 7 Dollar pro Nase. In Israel, einem sehr kleinen Land, 130 Dollar. Und nur in Silicon Valley 1.300 Dollar. Daran können Sie ungefähr sehen, wie handlungsfähig wir sind. In der deutsch-europäischen Wirtschaft liegen die Gründe für den Abbau unserer Forschungsaktivitäten durchaus im Bereich des Shareholder Value. Also hier geht es auch um Wertsteigerungen von Unternehmen zu erreichen, indem man Kosten spart. Und da fallen eben mal die Forschung und Entwicklungsbudget zum Opfer. Der Elektronikkonzern Siemens AG ist beispielhaft dafür, wie Europa Schlüsseltechnologien der Digitalisierung seit der Jahrtausendwende aufgegeben hat. In 2005, kurz vor dem Smartphone-Boom, hat Siemens die Mobilfunkbranche verkauft. Im Jahr 2009 hat Siemens die letzte deutsche und letzte und einzige europäische Computerherstellung eingestellt. 2009 ist das Speicherchip-Geschäft von Infineon, einer Siemens-Tochter, ausgegliedert worden in Qimonda. Qimonda ist Konkurs gegangen. Und inzwischen ist auch der norwegische Mobiltelefonhersteller Nokia Teil von Microsoft, nämlich seit letztem Jahr. Das heißt, wir sind blank auf der Ecke, Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung. Kleine Randbemerkung für die, die es interessiert. In der Presse und auch in der Politik wird auch ein besonderes Projekt immer hervorgehoben, das als Vorzeigeprojekt für Europa dient, und zwar ist es das Projekt Galileo. GNS, ein Global Navigation System, auch hier aus eigener Erfahrung, weil wir an solchen Projekten mitarbeiten. Es gibt drei große globale Navigationssysteme weltweit. Das GPS, das kennen Sie alle, das ist das der Amerikaner. Die haben ungefähr 50 Satelliten oben. Sie brauchen immer drei funktionierende Satelliten, um eine Triangulation zu rechnen. Also die Amerikaner haben um die 50 Satelliten droben. Es gibt den Baidu, das ist das chinesische System. Die haben in der Zwischenzeit um die 20 oben, werden weitere Satelliten raufschicken. Die haben mit dem Galileo zeitgleich angefangen. Wir haben den russischen GLONASS. GLONASS liegt bei ungefähr 35, 40 Satelliten. Und der Galileo hat vier. Davon funktionieren drei nicht. Nur ein einziger sendet vernünftige und anständige Daten. Das ist ein bisschen wenig für die Triangulation. Beim GPS merken wir es. Wir sind auf GPS angewiesen. Das heißt, auch hier kaufen wir bei den Amerikanern zu. Wir haben eine Abhängigkeit zu ausländischen Herstellern, denn ich denke mal, dass das chinesische Navigationssystem oder das russische Navigationssystem keine Alternative da sind. So, weil wir abhängig sind von Schlüsseltechnologien, müssen wir nehmen, was wir kriegen können. Aber mit diesen digitalen Schlüsseltechnologien importieren wir eben diese anderen Geschäftsmodelle und darunter eben auch das Geschäftsmodell der Überwachung, das Geschäftsmodell der Digitalisierung. Und die Problematik, welche Weltanschauung importiere ich, betrifft eben nicht nur den zivilen Bereich, sondern auch die Sicherheitsvorsorge. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Zustand der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Es sind sich die Stimmen einig in der Verteidigungspolitik, Ausrufezeichen, als auch in der Industrie. Wenn die aktuelle Sicherheitspolitik in Deutschland so weiterfährt wie bisher, wird die deutsche Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie binnen kürzester Zeit zusammenbrechen. Was das angesichts wachsender geopolitischer Bedrohungen bedeutet, Stichwort Islamischer Staat, Stichwort Ukraine-Krise, das möchte man sich nicht gerne ausmalen. Es heißt aber, Deutschland ist nicht mehr verteidigungsfähig, und das hat sich eindrucksvoll gezeigt, als wir in 2014 versucht haben, Hilfsgüter an die Kurden zu liefern. Wie geht es denn aktuell in der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie? Wie viel verfährt denn die Politik mit der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie? Wie kann es denn sein, dass eine ganze Industrie, die 100% staatlich finanziert und subventioniert ist, ein Bestands- und Insolvenzrisiko hat? Bislang setzt Deutschland wie auch andere europäische Länder auf die nationale Selbstversorgung mit Rüstungsgütern.
Dieses Ideal der Selbstversorgung, ich habe alles zur Verfügung, womit ich mich verteidigen kann, vom Flieger bis zum U-Boot, dieses Ideal wäre tatsächlich dann erreichbar, wenn Deutschland diese berühmten 2% des Bruttosozialproduktes in die Sicherheitsvorsorge investieren würde, die die NATO-Staaten von ihren Partnern verlangen. Das können wir aber nicht. Das ist in der Zwischenzeit unmöglich, weil Kosten auf ganz anderen Ecken aufgetreten sind, insbesondere im Zuge der Finanzkrise. Bailouts, Rettungsschirme und Ähnliches kosten sehr viel Geld. Und das führt zu Einsparungen an anderer Stelle, eben auch in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Das freut die friedliebenden Menschen natürlich. Wir müssen abrüsten, weil wir das Geld nicht mehr haben, und wir rüsten auch durch Verfall ab. Die Frage ist, ist das vernünftig? Die betroffene Industrie ächzt tatsächlich unter dem unvorhersehbaren Verhalten des Auftraggebers Bundesrepublik Deutschland, also des staatlichen Abnehmers, und der sich weiterhin verringernden Auftragsvolumina, eben auch wegen der Budgetkürzungen. Beispiel: 405 Schützenpanzer werden von der Bundesregierung bestellt, dann werden 55 wieder abbestellt. 122 NH90 Helikopter werden bestellt, dann werden 50 storniert. Dann sagen Sie, das ist doch prima. Und ich sage, wenn ich meinen Unternehmerkopf aufsetze, wenn ich Unternehmer bin, ist das schwierig, denn ich habe einen sehr unzuverlässigen und einzigen Auftraggeber und ich kann meine Stückkosten überhaupt nicht mehr kalkulieren für meine Sicherheitsverteidigungsgüter. Weil man das Ideal der Selbstversorgung bei der Sicherheitsvorsorge einerseits verfolgt hat und sich eingestellt hat auf diese Bestellgrößen, hat die deutsche Industrie in der Zwischenzeit Überkapazitäten, weil eben abbestellt worden ist. Und die Frage ist, was mache ich mit diesen Überkapazitäten? Ich kann sie wegen der nachlassenden inländischen Nachfrage nicht auslasten, ohne dass sich die einzelnen Rüstungsgüter für Deutschland selbst verteuern würden. Das haben wir alle gehört in den Nachrichten. Die Preise für Verteidigungsgüter wachsen ins Unermessliche. Aus unternehmerischen Gesichtspunkten müsste man also die Stückkosten für die Rüstungsgüter senken, damit wieder mehr produziert und mehr produzieren, damit man eben diese Stückkosten runterbringt. Die in Anführungsstrichen Rettung für die Senkung der Stückkosten wäre der Export von Rüstungsgütern. Der Export könnte als Stützung der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie gelten. Während der Export deutscher Rüstungsgüter erlaubt ist in die EU- und in die NATO-Staaten und etwa die Hälfte der deutschen Produktion geht an diese Partnerländer, müssen Exporte in Drittländer von der Bundesregierung abgezeichnet werden. Jetzt ist es aber auch ausgemachte Politik des Bundeswirtschaftsministers, diese Exporte generell einzuschränken. Das heißt, die Industrie steckt in einem Dilemma. Die inländische Nachfrage ist nicht mehr da und exportieren dürfen sie nicht. Und deswegen steht die Sicherheitsindustrie auf der Kippe. Es gibt Stimmen aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, die sagen, wenn das noch ein Jahr weitergeht, müssen wir zumachen. Wir sehen im Übrigen auch deshalb Abwanderungen dieser Unternehmen ins Ausland, ganz besonders nach Frankreich. Wir sehen Überlegungen beispielsweise bei Krauss-Maffei-Wegmann mit Nexstar zu fusionieren, und die Überlegungen gehen dahin, dass man sagt, ja, der Élysée-Palast schluckt deutsche Technologien und spuckt dann aus, was noch übrig ist. Das ist insofern aber auch ein Dilemma technologisch generell, denn die Verteidigungsindustrie war ganz historisch eine der Industrien, die Innovation vorangetrieben hat, als berühmtes Stichwort, was nicht so ganz stimmt, die Teflonpfanne, die beispielsweise aus der Raumfahrt gekommen ist. Jetzt muss sie einsparen, weil sie sich mit dem Untergang konfrontiert sieht, weil die Forschungsbudgets gestrichen werden, denn Forschung ist ein Kostenblock. Übrigens, das nur als Randbemerkung, ist die nationale Herstellung von Schlüsseltechnologien für die Verteidigung und die Sicherheitsvorsorge plus verstärkter Export genau der Weg, den die USA eingeschlagen haben. Denn im Rahmen ihrer Außenpolitik suchen sich die USA weltweit sogenannte Sicherheitspartner. Es ist uns ziemlich klar, wenn wir auf die Geschichte schauen, dass darunter durchaus sehr fragwürdige Partner sein können. Aber diese Partner, Sicherheitspartner, werden direkt dann auch mit Rüstungsgütern ausgestattet. Das heißt, hier wird direkt exportiert.
Und dieser Export bindet die Sicherheitspartner in das amerikanische Sicherheitskonzept mit ein. Das heißt, die Sicherheitsvorsorge aus amerikanischer Sicht ist Teil der amerikanischen Außenpolitik. In Deutschland, in Europa ist das anders. Deutschland verfügt in der Zwischenzeit nicht mehr über die Schlüsseltechnologien für die Sicherheitsvorsorge. Und zwar weder national kann sie sie bereitstellen, noch hat sie die auch tatsächlich in der Industrie vorliegen. Denn es ist in der Zwischenzeit so, dass die Einschränkung von Forschungs- und Entwicklungsbudgets dazu führt, meine Damen und Herren, dass Forscher abwandern aus der hoheitlich kontrollierten Verteidigungsindustrie. Die gehen in andere Industrien und dort machen sie genau das weiter, was sie vorher auch gemacht haben. Beispielsweise aus der Aufklärung, Luftraumaufklärung. Ich höre ab, also ich schaue mir den Luftraum an, ich werte die Daten, die ich dort abgesaugt habe, Mobilfunkdaten, was auch immer, Radarabstrahlung, ich werte das entsprechend auf und ich entwickle Kontrollstrategien, um entsprechend auf so eine Lage einzuwirken. Also die Technologen der Datenfusion, die Technologen der Überwachung und der Datenanalyse sind eigentlich ganz ursprünglich aus dem Militärumfeld und wandern jetzt eben ab in die zivilen Industrien. Das heißt, dass die Militärindustrie, Verteidigungsindustrie die Technologien überhaupt nicht mehr hat. Die sind längst woanders. Interessanterweise kommt noch dazu, dass das deutsche Verteidigungsministerium noch identifiziert und definiert, was entsprechende Schlüsseltechnologien der Sicherheitsvorsorge sind. Wenn ich meinen Technologiehut aufsetze, dann frage ich mich schon, wie können die das wissen? Mir hat noch kein Nutzer je erklären können, mit welchen Technologien ich eine bestimmte Software realisieren kann. Das wissen die nämlich eigentlich gar nicht, die Nutzer. Aber in der Politik scheint das anders zu sein. Grundsätzlich ist es so, dass Deutschland historisch kompetent ist bei Landsystemen, also gepanzerte Fahrzeuge, bei U-Booten, Küstenkampfschiffen und bei Antrieben. Frankreich und Großbritannien beispielsweise sind kompetent in der Luftfahrt. Die Stichworte sind Airbus, Dassault, BAE. In Deutschland hat man aber zurzeit vom Verteidigungsministerium nur zwei Schlüsseltechnologien definiert. Und diese Schlüsseltechnologien sind Schutzbekleidung. Also ich darf jetzt mal ganz böse sein und sagen, ich werde angegriffen von wem auch immer, von einem IS-Mann. Dann muss ich mir bitte schön die schutzsichere Weste umlegen und soll mit dem Helm nach ihm werfen. Also es geht überhaupt nicht mehr um Wirkung. Tatsächlich ist die zweite Schlüsseltechnologie die Aufklärung. Um Wirksysteme reden wir gerade überhaupt nicht mehr. Die Weltmarktführerschaft etwa bei Brennstoffzellenantrieben bei U-Booten hält man auch nicht für eine Schlüsseltechnologie. Also wir haben in der Vergangenheit, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, keine Atomkraft im militärischen Umfeld nutzen dürfen. Also haben wir uns was anderes einfallen lassen müssen für U-Boot-Antriebe beispielsweise. Wir haben die besten, führendsten Brennstoffzellenantriebe, die sind grün, die sind öko, ja, die können viel länger unter Wasser bleiben als Atomantriebe, gilt aber nicht als Schlüsseltechnologien. Also man will aus dieser Weltmarktführerschaft nichts machen. Damit trägt die Politik weiter zum Braindrain der Sicherheitsindustrie bei. Vor 20 Jahren also waren die Ingenieure der Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie immer noch die Treiber von Innovation, die häufig eben später zivil verfügbar gemacht worden ist. Und heute hat sich die Situation umgekehrt. Forschung und Entwicklung findet in zivilen Industrien statt. Und die IT ist ein ganz besonders augenfälliges Beispiel dafür. Nehmen wir Google. Google, meine Damen und Herren, ist keine Suchmaschine, das muss ich Ihnen nicht sagen. Google ist ein internationaler Hochtechnologiekonzern. Er hat in den letzten 12 bis 14 Monaten Akquisitionen gemacht im Bereich Militärroboter, Drohnen und gleichzeitig auch, was die künstliche Intelligenz anbetrifft, die Optimierungsverfahren, die maschinellen Lernverfahren, die geeignet sind, nicht nur intelligente Waffenköpfe hervorzubringen, sondern eben auch dazu dient, uns zu belauschen, unsere Daten auszuwerten. Das geht alles auf künstliche Intelligenzverfahren zurück. Und Google steckt weiterhin Milliarden in deren Weiterentwicklung. Dort sind die Technologien, die früher ganz unter hoheitlicher Kontrolle waren. Wenn wir also unsere zukünftige Sicherheitsvorsorge gewährleisten möchten, brauchen wir Partner. Wenn Deutschland also nicht über Schlüsseltechnologien der Sicherheitsvorsorge verfügt, müssen technologische Lücken anderweitig geschlossen werden. Das geht auf zwei Wegen. Das erste ist, ich importiere Schlüsseltechnologien aus Partnerländern, die diese Technologien eben haben
oder eben aus der zivilen Industrie. Deutschland wird, wie rund ums Internet und die Digitalisierung im Generellen, auch bei der Sicherheitsvorsorge technologisch noch abhängiger und muss also in die Fremdbeschaffung gehen. Die alte Entscheidung Make or Buy fällt hier zugunsten von Buy. Das wirft Fragen auf. Und es sind genau dieselben Fragen wie in der zivilen Industrie, beim Internet der Dinge beispielsweise. Wer sind denn die Partner, bei denen wir die Technologien einkaufen? Welche Weltanschauung kaufen wir uns mit diesen Technologien ein? Wollen wir das? Wer also aus weltanschaulichen Gründen, auch mit Blick auf Snowden, nicht mehr bei den USA einkaufen will, könnte ja theoretisch auf europäische Partner setzen, die nur für den europäischen Bedarf produzieren. Wenn man diese sogenannte europäische Sicherheits- und gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch industriell umsetzen wollte, dann würde das aber bedeuten, die beteiligten Länder steuern ihre jeweiligen Schlüsseltechnologien bei, die Kernkompetenzen bei, und als Europäer entwickeln wir eine eigene europäische Infrastruktur der Sicherheitsvorsorge, die grundrechtssicher ist und unsere europäischen Werte auch technologisch berücksichtigt. Das würde allerdings einen Paradigmenwechsel bedeuten, meine Damen und Herren, nicht nur in Deutschland, sondern auch bei den anderen europäischen Staaten. Bislang verhindern die Europäer nämlich selbst diese sogenannte gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, GSVP, auf die man sich im Vertrag von Lissabon 2007 bereits geeinigt hat. Der Grund? Kleinstaaterei in Europa, Angst vor Verlust von Arbeitsplätzen. Deswegen betreibt Deutschland bzw. Europa die Sicherheitsvorsorge anders als die Amerikaner, nicht als Außenpolitik, sondern als Industriepolitik. Hier geht es nur um Arbeitsplätze. Ein Paradigmenwechsel würde also bedeuten zwei Dinge. Erstens, ein EU-Staat müssten der Sicherheitspolitik den Primat gegenüber der Industriepolitik einräumen. Dazu müsste einzelne Länder auf den Wunsch nationaler Rundumversorgung verzichten. Technologielücken müssten durch Produkte anderer EU-Staaten gedeckt werden. Die Folge, die Herstellung der Rüstungsgüter würde billiger werden. Man kann auf eine Exportstütze dieser wirklich schwierigen Güter in Drittländer verzichten. Auf die wäre man aber angewiesen, wenn man alles selbst herstellen würde. Konkret würde das sicherlich bedeuten, dass einige Arbeitsplätze lokal, national verloren gingen. Einige Zahlen hierzu, dass Sie es einordnen können. In der deutschen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie arbeiten insgesamt 310.000 Beschäftigte. Im klassischen Rüstungssektor alleine sind es in Anführungsstrichen nur 98.000 Mitarbeiter. Im Vergleich dazu arbeiten in der deutschen Automobilindustrie 740.000 Mitarbeiter. Das Zweite ist, die EU-Staaten müssten sich eben von ihrer Kleinstaaterei verabschieden, die zu einer sehr hohen Fragmentierung der Verteidigungsindustrie führt. Stattdessen müssten die EU-Länder ohne Schlüsseltechnologien bereit sein, sich in größere Abhängigkeit zueinander begeben. Für die jeweilige Schlüsseltechnologie der Sicherheitsvorsorge ginge das Land, das die Kernkompetenz hat, in den Lead. Damit haben andere EU-Länder durchaus Probleme. Man denke beispielsweise an Polen, das Deutschland überhaupt nicht über den Weg traut, was die Sicherheitsvorsorge betrifft. Polen geht nicht davon aus, dass Deutschland in der Lage ist, es zu verteidigen und hat auch Angst vor der deutschen Haltung, sich zu entziehen und Dinge einfach nur finanziell zu regeln, indem man sich finanziell beteiligt an gewissen Auseinandersetzungen oder an den Konflikten, in denen man vielleicht mehr Verantwortung übernehmen müsste. Wenn wir also diese gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht umsetzen, bleibt uns dann doch nur die Alternative, dass wir uns auf den transatlantischen Partner USA verlassen müssen? Und das ist eben das Dilemma, meine Damen und Herren. Trotz der Snowden-Affäre sieht es ganz so aus, als hätte Deutschland überhaupt keine andere Wahl, weiterhin amerikanische Schlüsseltechnologien zu beschaffen. Das hat einen ziemlich schalen Beigeschmack, denn im Grunde wissen wir, dass wir uns damit auch bei der Sicherheitsvorsorge und nicht nur beim zivilen Internet der Dinge, Big Data und seinen Geschäftsmodellen der Überwachung, die amerikanische Letztbegründung einhandeln, America first. Politisch haben wir uns deshalb in eine Sackgasse manövriert, an deren Ende sich Deutschland bzw. Europa noch stärker in den amerikanischen Markt integrieren wird. Als Nation sind wir zunehmend auf die externen Schlüsseltechnologien angewiesen.
Wir sind zum Import verdammt und werden zum Systemadministrator deklassiert. Gleichzeitig bauen wir unser europäisches Verständnis von Mensch und Markt ab. Nicht nur mit TTIP, auch in der Sicherheitspolitik marginalisieren wir unseren europäischen Weg. Dabei ist vieles an unserem europäischen Weg, meine Damen und Herren, richtig wertvoll. Und wenn es darum geht, ein Risiko einzugehen, dann würde ich Sie gerne aufstacheln, das Risiko für den europäischen Weg in Kauf zu nehmen. Das Risiko, meine Damen und Herren, lohnt sich nämlich immer. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much. We come to the questions. There is already one here. Danke. Ja, mich macht es ziemlich skeptisch oder ich fühle mich total unwohl mit dem Vortrag. Also nicht, weil er vielleicht fachlich irgendwie zu wünschen übrig lässt, aber zum einen wirkt es so, gute Rüstungsindustrie in Deutschland und Europa, schlechte, böse Rüstungsindustrie und Data Mining oder was auch immer in USA, beziehungsweise, was ich mich frage, ist es denn so schade, wenn die Rüstungsindustrie den Bach runtergeht, wo brauchen wir unbedingt Rüstungsindustrie? Also da, man müsste doch einmal grundsätzlich ansetzen, brauchen wir Rüstungsindustrie, es ist für Krieg da, Krieg wollen wir eigentlich nicht, nützt nur den Kriegstreibern, den Reichen, den Kapitalisten. Also mich wundert es halt, dass, also es wirkt so, wir müssen unbedingt die Rüstungsindustrie von dem Untergang zu retten, aber brauchen wir die Rüstungsindustrie überhaupt? Oder was gäbe es, wäre es nicht besser da, zumindest parallel nach Alternativen zu suchen und das zumindest zu erwähnen? Also mir war schon klar von Anfang an, als ich Ihre erste Frage gehört habe, im ersten Teil des Vormittags, dass ich hier in der Höhle des Löwen bin, ja? Dass ich hier unter Umständen auf ziemlich viel Widerspruch stoße. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin auch nicht für Krieg und ich bin sicher kein Kriegstreiber. Ich frage mich nur, wie vernünftig ist es, in der jetzigen geopolitischen Situation nicht mehr in der Lage zu sein, sich zu verteidigen. Ich rede überhaupt nicht von irgendwas anderem. Ich rede nur davon, dass ich Verteidigungsmöglichkeiten haben muss. Wissen Sie, eine kleine Story aus meiner Kindheit. Ich bin gemobbt worden, als ich Grundschüler war. Meine Eltern haben immer gesagt, du musst ganz still sein, du darfst nie was sagen, du darfst dich niemals wehren. Dann hören die damit auf. Und ich sage Ihnen, es ist immer schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Ich musste die Schule wechseln. Und seitdem weiß ich, gib einen Tritt gegen das Schienbein frühzeitig, dann hört es auf. Dann frage ich mich aber schon, also Tritt gegen das Schienbein in bildlich, das heißt ja eigentlich, wir müssen halt auch mal Krieg führen. Und da bin ich doch sehr der Anhänger der Utopie. Ja. Ich meine, natürlich kann ich ein Land alleine abrüsten, aber es gibt zum Beispiel, es gibt das einzige Beispiel Costa Rica, die freiwillig das Militär komplett aufgelöst haben, es funktioniert anscheinend. Aber auch so generell denke ich, also wirkt halt jetzt doch so, also Krieg ist doch irgendwie akzeptabel. Krieg ist nicht akzeptabel. Kennen Sie den Spruch? Der wird Bert Brecht zugeschrieben. Aber er ist eigentlich nicht von Bert Brecht, nur teilweise. Er heißt, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. So, das kennen wir. Aber der Spruch geht weiter. Der heißt nämlich, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann kommt der Krieg zu dir. Und Sie denken vielleicht an Todenhöfer, der die IS besucht hat. Denken Sie an das russische Verhalten, mit dem keiner gerechnet hat, einfach ein anderes Land zu überfallen, etwas zu annektieren. Muss ich mir das? Ich bin nur in der Lage, mich zu verteidigen. Das ist nicht so simpel, weil denken Sie dran, dass Russland in den letzten 8 Jahren massiv aufgerüstet hat, während wir abgerüstet haben. Ich habe es gerade vorhin gesagt, Abrüstung durch Verfall. Ich bin ja völlig bei Ihnen. Also wenn jeder das so machen würde, ich bin völlig bei Ihnen. In der Zwischenzeit, während wir abgerüstet haben,
hat Russland massiv aufgerüstet. In der Zwischenzeit beobachten wir Flugraumverletzungen, die massiv zugenommen haben, und zwar durch russische, nicht nur einzelne Maschinen, durch russische Geschwader. Das heißt, hier kommen Sukhois, dann schauen Sie sich mal eine Sukhoi an und den vergleichen Sie mal mit dem Eurofighter. Wir haben zwei Eurofighters entsandt, die dort oben das Air Policing machen sollen. Das heißt, die überwachen mit den AWACSen zusammen den Luftraum und stellen fest, wie viele Luftraumverletzungen gibt es. Die Luftraumverletzung hat sich vervielfacht durch die russischen Geschwader. Das ist einfach Muskeln spielen lassen, was immer das ist. Aber Sie sehen dann einfach ganze Geschwader kommen. Also da fliegt nicht nur eine Sukhoi oder ein Bomber, sondern die kommen in Verbänden. Und eine Sukhoi ist zweimal größer und hat dreimal mehr Bewaffnung dran als ein Eurofighter. Wir sind nicht mehr in der Lage, wenn es da ernst würde, nicht mehr in der Lage, hier unseren europäischen Luftraum beispielsweise vor diesen Angriffen zu verteidigen. Und die einzige Frage, die ich in den Raum stelle, ist, ist es einfach vernünftig? Klar sind wir bei der ganzen Geschichte Kalter Krieg und die Bedrohungsszenarien, der eine bedroht den anderen und wie nimmt diese Rüstungsspirale ihren Lauf? Aber das ist eben die Problematik, mit der wir uns konfrontiert sehen. Und die Frage ist eben, ist es möglich, zu sagen, ich rüste einfach ab und ich ignoriere das? Wie verantwortungsvoll ist das? Kann sich Europa so verhalten? Wäre es verantwortungsvoll zu sagen, ich ignoriere das alles und ich rüste komplett ab und wenn die Russen dann kommen, dann lege ich meine Schutzwesten an? Wir gehen mal zu anderen Fragestellern. Es sind ganz viele Fragen im Raum. Martin Schönberg, das Gardner Land. Ich bin jetzt ungefähr 50 Jahre bewusst in der Politik, also mit 14 habe ich die ersten Aktionen organisiert. Und habe eigentlich eine Wahrnehmung, die sich durchzieht, dass nämlich, wenn es so weitergeht, Deutschland bald niedergeht. Das war also damals so, denke ich, im Jahr 69 kamen die ersten Streiks in der Wohlstandsgesellschaft, wo man gesagt hat, und Sie haben jetzt auch eine ganze Menge Beispiele gebracht, wo ich halt jetzt im Detail wenig anführen kann, sondern ich kann einfach sagen, diese Bedrohung, dass, wenn es so weitergeht, Deutschland untergeht, die haben wir jetzt seit 50 Jahren und Deutschland ist nicht untergegangen. Im Detail muss ich sagen, ich arbeite im Bereich Learning Analytics. Da ist vielleicht so, dass die Position, die wir vertreten, nämlich einzelnen Kindern beim Lernen zu helfen, geht völlig konträr zu dem, was die Welt, USA speziell, macht, nämlich am besten bei der Geburt schon vorherzusagen, ob es ein Akademiker wird oder nicht. Da sind wir ganz wenig, aber ich denke trotzdem, dass wir uns mit unserem kleinen bisschen eher durchsetzen, weil wir einfach näher an der Wirklichkeit sind. Und so sehe ich eigentlich auch hier Probleme, wenn ich denke, ja, diese ganze Waffen-Euphorie, ob die wirklich so toll ist. Wir machen eine ganze Menge Technologie an vielen Stellen, die jetzt nicht gleich Waffen voranbringt, was aber letztlich uns wirtschaftlich voranbringt. Und da bin ich einfach optimistisch. Ja, da stimme ich ihm vom Prinzip zu. Bin ich eigentlich d'accord. Ich glaube, dass wir einen großen Wettbewerbsvorteil haben könnten in Deutschland und Europa, wenn wir hier entsprechende Technologien, und ich rede nicht nur von den Schlüsseltechnologien in der Sicherheitsvorsorge, sondern generell Technologien in der Digitalisierung aufbauen würden. Es ist nämlich nicht so, dass wir das nicht könnten und es ist nicht so, dass unsere Technologen schlechter sind als die amerikanischen Technologen und unsere Leute sind nicht schlechter ausgebildet. Wir haben nur hier einfach verschiedene Probleme. Das eine ist, wir bieten diesen Technologen keine technologische Heimat. Die werden also ganz konkret abgeworben von Google. Also wenn ich an Google denke, hat 2014 drei KI, künstliche Intelligenzbuden, Entschuldigung, Startups aufgekauft. Das erste war im Januar 2014. DeepMind, sie haben 400 Millionen Dollar für diese Akquisition bezahlt. Zwei weitere solche Startups kamen dazu. Die waren alle drei angesiedelt, by the way, in UK. Warum ist das so? Deutsche Forscher brauchen Geld für Forschung und Entwicklung, um Technologie spielen zu können, um auch mal was für die Schublade zu entwickeln, von dem man jetzt noch nicht genau weiß, wie man es mal brauchen kann. Und wir können hier, wir bieten denen keine technologische Heimat, also versuchen sie den Sprung über den großen Teich nach USA. Und ein Absprungbrett ist Großbritannien. Und deswegen ist in Großbritannien die Start-up-Szene auch viel vitaler, als es beispielsweise bei uns in Berlin der Fall ist. Und es gibt eben dort über dort Zugang zu Geldern. Und diese Gelder kommen eben über Unternehmen wie Google, die ja auch nicht nur Technologieunternehmen sind, sondern auch Risikokapitalinvestoren. Und die stellen eben diese Gelder zur Verfügung. Und das führt halt dazu, dass viele deutsche Forscher, auch die Jungen, die halt von der Uni runterkommen, unsere erste Schülergeneration im Machine Learning, also Machine Learning, das, was für Big Data Analytics essentiell wichtig ist, das sind ganz
grundsätzliche deutsche Verfahren. Das ist von deutschen Forschern entwickelt worden. Schmidt, Huber, Hochreiter. Das ist, und zwar aus diesen 50er, 60er Generation des letzten Jahrhunderts. Das sind nicht die Digital Natives, die nutzen das jetzt heute oder werden benutzt von diesen Verfahren. Aber das ist ganz ureuropäisch. Ja, also es ist nicht so, dass wir das nicht könnten. Aber wir bieten, wie gesagt, eben keine technologische Heimat und deswegen kommt es zu diesem Brain Drain. Und ich würde mir so wünschen, dass es einfach mehr, auch von der Politik, mehr Unterstützung für die Technologieentwicklung gäbe, dass man nicht nur sagt, okay, alle Startups sind toll und dann, also nichts gegen das unternehmerische, Risiko, dass so jemand auf sich nimmt, aber was bitte ist innovativ daran, dass ich BHs übers Internet verkaufe? Ja, wir hatten im Vorfeld schon mal ganz kurz gesprochen. Mich überrascht die Leidenschaft, auch die emotionale Leidenschaft, mit der Sie Rüstungspolitik vertreten. Daher einfach, damit das einordnen kann, meine Frage, verdienen Sie mit Ihrer Firma Ihr Geld auch oder überwiegend mit Aufträgen aus der Rüstungsindustrie? Nein. Nein, aber unsere Technologien haben einen militärischen Hintergrund. Ja. Wir sind seit 20 Jahren in Big Data Analytics tätig. Ah, okay. Also 20. Also ich wusste nicht, um was es geht bei Ihrer Firma. Es ging wirklich damals, ich habe es ganz kurz angerissen, politischer Wille nach dem Fall des Warschauer Paktes in Europa war es, die Rüstungsindustrie in Europa zu konsolidieren. Und im Jahr 2000 hat man einen künstlichen Konzern ins Leben gerufen, der hieß EADS. Und unter dieser EADS hat man sehr viele Mittelständler zusammengefangen. In Deutschland war das, keine Ahnung, eine Siemens Defense Electronics, eine DASA, eine Dornier. Und die hießen dann alle EADS und viele Mathematiker, Physiker, die dort nach dem Studium angefangen haben, in bestimmten Forschungsprojekten, das musste nicht mal unbedingt live gehen, beispielsweise der Aufklärung zu entwickeln, Big Data Analytics zu entwickeln, die sind dann aus dieser Rüstungsbranche rausgegangen in andere Unternehmen oder in andere Industrien. Also bevorzugt damals übrigens in die Finanzservice-Industrie. Das ist ja auch fast die Inkarnation des Bösen, das muss ich also schon sagen. Ich habe keine Industrie erlebt, die problematischer ist als die. Also so viel kriminelle Energie gepaart mit Dummheit habe ich also selten erlebt in einer Industrie. Gut. Okay, ja, da bin ich mit Ihnen einer Meinung. Also von daher ist es so, dass wir in der Zwischenzeit Big Data Analytics bauen. Ja, aber für die Industrie, das was heute als Industrie 4.0 gelabelt wird, das heißt wir überwachen, ja, aber wir überwachen Anlagen. Beispielsweise Industrieanlagen. Das werden Daten zusammengeführt, neue Informationen erzeugt, um festzustellen, Predictive Maintenance nennt sich das Ganze, um Vorhersagen zu treffen, wann diese Anlage jetzt vielleicht irgendwie mal kaputt gefahren ist in kürzester Zeit, um sie dann einfach geordnet runterzufahren, kontrolliert runterzufahren oder Anlagen zu steuern überregional hinweg. Dafür setzen wir diese Technologien ein. Es ist zivil, es ist okay. Und wir würden es nicht einsetzen für die Überwachung und Auswertung von Menschen, also nicht in dem ganzen Bereich Retail. Nein, kommt nicht in Frage. Amen. Genau. Ich will meine Kritik in zwei konstruktive Fragen kleiden. Sie haben immer in Ihrem Vortrag die scheinbar untrennbare Verknüpfung gemacht zwischen Rüstungspolitik, Rüstungsindustrie, Rüstungstechnologie, der Verteidigungs-, also Abwehrtechnologiepolitik und so weiter und der Sicherheitspolitiktechnologie. Womit begründen Sie diese untrennbare Verknüpfung, die bei mir so ankam? Für mich sind das drei völlig unterschiedliche Bereiche, die ich auch sehr getrennt betrachten kann. Also konkret ist die Gewährleistung dieser Schlüsseltechnologien nur über das Militärische möglich oder gibt es nicht auch ziviltechnologische Alternativen? Das klang vorhin schon ein bisschen an. Und die zweite Frage, das ist einfach eine Informationsfrage, weil ich das nicht weiß, diese von Ihnen erwähnten Risikokapitalgeber, die ja vor allem in den USA und dann auch in England investieren. Wer ist das? Haben die überhaupt ein Interesse daran, dass es einen eigenen europäischen technologischen Weg gibt? Das war's.
Ich fange mal gerade mit der zweiten Frage an. Erinnern Sie mich dann noch mal schneller an die erste oder vielleicht kommen wir da drauf. Diese Risikokapitalgeber, also in den USA sind wir komplett anders gestrickt, was Risikokapital anbelangt als in Europa. Einer der Hauptunterschiede ist, dass wir da sehr viel mehr Liquidität haben. Das heißt, dass Unternehmen, die beispielsweise Pensionsfonds sind, die unsere Renten verwalten, in den USA ganz dediziert in eine Asset-Klasse investieren können, die sich Startups nennt. Das wäre in Deutschland nicht denkbar. In Deutschland gibt es gesetzliche Regulierungen, Vorschriften, dass beispielsweise Versicherungsunternehmen, wenn sie sich eben im Investitionsbereich betätigen, dass sie eben nur, sag mal, zu 90% in Staatsanleihen investieren dürfen und vielleicht 10% in Aktien. Also das sind ganz rigide Vorschriften und sie dürfen nicht in Startups investieren. Das heißt, dass einfach die Liquidität, die in den USA vorhanden ist, von der Struktur her, die ist viel, viel, viel höher als die Liquidität, die wir hier in Europa aufgrund dieser Regulierungen zur Verfügung haben. In der Zwischenzeit ist es natürlich so, wer sind diese Risikokapitalgeber? Das sind die Kapitalgeber, bei denen sich sowieso aufgrund des Kapitalismus, und das ist jetzt ein anderes Thema, aber es gehört auch im Grunde genommen in den Gesamtzusammenhang, denn was wir sehen, Big Data ist ja eigentlich ein ganz aggressiver Ausdruck des Turbokapitalismus, macht ja den Menschen auch zum Algorithmus, zum Objekt, ich erforsche ihn, ich überwache ihn, ich steuere ihn, das heißt auch hier wird die Menschenwürde ganz krass verletzt, weil diese amerikanischen Geschäftsmodelle sehen, das ist ein Objekt, dieser Mensch als Objekt, ist er nicht Rechtssubjekt, das heißt, er kann nicht Träger von Rechten sein, also muss ich auch keine Rechte berücksichtigen. Das heißt also, dass die Daten, die wir geben, halt sowieso zu einer großen Akkumulation von Geld führen, von Kapital führen, das ist ja Kapitalismus. Und das sehen wir halt immer wieder bei denselben Playern. Es gibt eine ganz seriöse Studie der ETH, ist daher noch da, aus dem letzten Jahr, die machen eine Netzwerkanalyse, wem gehört das Kapital der Welt? Und die kommen darauf, dass es ungefähr 147 Unternehmen sind, wo sich dieses Kapital akkumuliert, weil diese Unternehmen Beteiligungen aneinander halten und so weiter, miteinander verschränkt sind. Und das sind halt solche Unternehmen wie Goldman Sachs an Google beteiligt, Google ist an Uber beteiligt, Uber ist mit einer Marktbewertung von 40 Milliarden Dollar, das zurzeit zweitteuerste Startup der Welt, ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe, denn Uber hat beispielsweise ein Geschäftsmodell am Laufen, das illegal ist, verflixt, ja. Auch hier wieder diese völlig unterschiedliche Verständnis von zwei Systemen, amerikanischer Pragmatismus, gut ist, was nützt, gut ist, was ökonomisch nützt, gut ist, wo ich Geld verdienen kann. Also erfinde ich ein Geschäftsmodell, das auf Daten basiert und ich exportiere das weltweit. Ich habe genug Geld, um das zu tun. Dann stoße ich aber durchaus auf Grenzen, nämlich auf gesetzliche Grenzen. Ich habe also hier eine Regulierung in Deutschland, da muss ich compliant sein. Und Uber ist das nun mal einfach nicht. Ja? Wenn Sie ein Taxi, also Personenbeförderung machen, müssen Sie sich ans Personenbeförderungsgesetz halten. So. Und da kommt, das tut Uber nicht. Also weder sind die Gesundheitsvorschriften eingehalten, noch die Fiskalvorschriften. Jedes Taxi hier hat ab diesem Jahr ein Fiskaltaxameter. Die müssen jeden Meter, den sie fahren, direkt online in Echtzeit ans Finanzamt übermitteln. Ein Uber-Fahrer muss das nicht. Ja? Und natürlich kann ich dann sagen, als Sigmar Gabriel Wirtschaftsminister, ich kann mich hinstellen und sagen, ja, das können wir nicht alle so eng sehen. Lass doch die neuen Geschäftsmodelle. Ja, bin ich auch dafür. Aber dann bitte behandelt das, was gleich ist gleich. Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 Grundgesetz. Personenbeförderung hier ist gleich mit der Personenbeförderung im Taxi, dann nehmt den Taxifahrer doch bitte auch diese ganzen Regulierungen weg, dann haben die auch mehr Freiraum. Fahren sie vielleicht dann aber auch nicht mehr für 8,50 Euro in der Stunde, sondern vielleicht nur noch für 3. Ja? Also das ist halt ein bisschen abgeschwenkt von dieser Sache. Also wir haben hier ein Kapitalismusproblem, ein ganz großes mit Big Data. Und wie gesagt, die Risikokapitalgeber sind immer dieselben. Und es sind wirklich auch die großen Internetgiganten, die eben, ja, die allergrößten, also Apple, Facebook, Google, die haben miteinander liquide Mittel, die so hoch sind wie unsere gesamte deutsche Staatsverschuldung. Damit können die spielen, das ist viel Spielgeld. Die erste Frage war noch, warum es in der zivilen Industrie, gibt es jetzt heute nur noch in der zivilen Industrie diese Entwicklungen? Die sind nämlich proliferiert, also das Wissen um bestimmte Technologien ist proliferiert aus einem früher mal
hoheitlich geschützten Umfeld. Das war auch stark kontrolliert, denn wer da gearbeitet hat, der brauchte bestimmte Sicherheits er muss sicherheitsüberprüft werden, bestimmte Geheimhaltungsrichtlinien musste er einhalten, er hat sich einer höheren Strafbarkeit unterworfen, wenn er was davon ausgeplaudert hat. Es ist heute in Bezug auf die Technologien eben nicht mehr so. Wir haben durch diese geopolitischen Umstürze der letzten Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte, eben diese Proliferation zu beobachten. Das heißt, dass das Wissen wirklich weg ist aus diesem hoheitlich geschützten Bereich. Es ist hinausgetreten in die zivilen Bereiche. Und da sehen wir das eben nicht mehr, dass sich die Unternehmen an Recht und Gesetz halten. Also wir haben im Jahr 2000 beispielsweise eine Netzwerkanalyse gemacht fürs bayerische LKA. Die haben eine Hypothese gehabt. Die Hypothese war, der Drogenhandel verschiebt sich von einer bayerischen Stadt A in eine andere bayerische Stadt B. Aufgrund richterlichen Beschlusses haben wir Zugang bekommen zu sehr disparaten Datenbanken der einzelnen Polizeidienststellen. Und es hieß, bitte Netzwerkanalyse machen, um diese Hypothese zu validieren. Die Netzwerkhypothese hat ergeben, der Drogenhandel verschiebt sich von einer ethnischen Gruppierung X zu einer ethnischen Gruppierung Y. Also es hat ein anderes Ergebnis gebracht. Das Ding hat gut funktioniert. Riesendiskussion beim LKA damals. Ich habe also jetzt Rohdaten. Die Rohdaten waren, keine Ahnung, der Herr A hat mit dem Herrn B dann und dann in Stadelheim gesessen. So. Und da aus diesen Dingen wurde die Netzwerkanalyse zusammengestellt. Und jetzt ist aber ein Datum verjährt. Ja? Also es wurde beispielsweise eine Vorstrafe vom Herrn B gelöscht aus dem Bundeszentralregister. Große Frage, was passiert mit der abgeleiteten neuen relevanten Information, dass B vielleicht irgendwie in einem Drogenhändlerring Hintermann ist? Muss ich die dann auch löschen, die neue abgeleitete Information? Der Staat hat gesagt, ja. Und das ist eigentlich meine Erfahrung, die ich gemacht habe, mindestens in Deutschland, für andere Länder kann ich es nicht sagen. In Deutschland wird der Datenschutz, gerade im polizeilichen Bereich, wirklich noch sehr ernst genommen. Da geht es wirklich nur mit richterlichem Beschluss oder durch Gesetz. Die nehmen das sehr ernst. Jetzt passiert aber dasselbe, was wir damals vor 20 Jahren gemacht oder vor 15 Jahren gemacht haben, macht jetzt beispielsweise eine Bank in UK, Coutts. Die macht auch eine Netzwerkanalyse. Die schaut sich jetzt genau an, wer hat bei den Konten, wie schauen die Facebook-Einträge aus und so weiter. Ja, meinen Sie, die interessiert das, ob bei Ihnen irgendein Datum irgendwann mal wegfällt oder ob das falsch ist oder ob die Quelle, wo Sie es herhaben, ob die zuverlässig ist? Die machen das einfach. Und plötzlich geistert Ihr virtueller Zombie im Internet herum, beeinflusst Ihre Zukunft, weil Sie vielleicht keinen Kredit mehr kriegen, den Sie brauchen, um eine neue Arbeitsstelle in Hamburg anzutreten. Das ist das Problem und da geht es um die Verletzung der Menschenwürde und da sind alle unsere Grundrechte in Gefahr. Und das Schlimme ist, dass wenn ich Vorträge halte, meine Damen und Herren, dass ich immer mehr von jungen Menschen höre, das ist mir doch egal, wenn es mir nützt, sollen sie doch alle meine Daten haben. Das ist eine derartige Erosion unserer Grundrechte, meine Damen und Herren. Wir müssen unbedingt aufklären, was hier passiert, weil sonst ist das, was wir hier sehen, das wird unsere Grundrechte ausradieren, komplett. Und dafür sterben aber andere Leute blutigst in Hongkong und im arabischen Frühling für genau diese Freiheitsrechte. Sie hatten ja schon angesprochen, das Stichwort Datenlokalisierung in den als Handelshemmnis. Ich habe so den Eindruck, dass die Stimmung zu TISA und TTIP sich verändert in den letzten Monaten. Also dass es doch wieder da hingedrückt wird, dass wir das brauchen. Und da wüsste ich gerne, wie Sie die Folgen davon einschätzen. Also ich sehe, dass wir ein bestimmtes Verständnis von Markt haben in Europa. Es ist das Verständnis der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, wir versuchen, den Markt so zu gestalten, dass, und das ist eben sehr unterschiedlich im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu der Idee von Free Trade und Liberty, wir versuchen, den Markt so zu gestalten, dass er bestimmten Rahmenbedingungen folgt, damit wir beispielsweise das Interesse von Unternehmen ausbalancieren mit dem Interesse von Arbeitnehmern, dem Interesse von Gewerkschaften und so weiter. Das heißt, wenn ich es systemisch betrachte, habe ich hier ein System mit vielen Variablen und ich versuche, das System global so zu optimieren,
dass jede Variable sich so weit ausdehnen kann, bis ich eben an den Rechtskreis des nächsten stoße. Wir nennen das in der Mathematik das Pareto-Optimum. Also, wir haben also da viele Variablen. Jetzt habe ich aber das amerikanische System. Und das amerikanische System hat ein anderes Verständnis von Wirtschaften. Und das geht auch auf eine Philosophie zurück. Man hat das in den USA in eine Philosophie gegossen. Es ist die Philosophie vom amerikanischen Pragmatismus. Ich habe es tatsächlich jetzt schon gerade angesprochen. Gut ist, alles ist gut, was nützt. Wenn mein Kollege an den Weihnachtsmann glauben will, dann werde ich ihm diesen Glauben lassen, auch wenn ich weiß, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Aber wenn er sich damit wohlfühlt und toll fühlt, dann ist das pragmatisch. Lass es einfach so stehen. So, gut ist, was finanziell nützt. Und deswegen werden hier Geschäftsmodelle in Ansatz gebracht oder verfolgt, wo wir sagen, ich sehe hier eine Optimierung, eine Variable, die optimiert wird. Und das ist eben die des Nutzens, die Nutzenmaximierung oder die Profitoptimierung, Profitmaximierung. Das heißt, ich habe hier ein System mit einer Variable, die ich maximiere, versus ein anderes System mit vielen Variablen. Jetzt ist aber das System mit den mehreren Variablen eigentlich, kann das nicht, also ich möchte es gerne mal irgendwann anschauen, wissenschaftlich, aber gefühlt, würde ich einfach sagen, es ist das schwächere System, denn wenn ich mehrere Rahmenbedingungen berücksichtigen muss, kann ich hier beispielsweise in dem Pareto-Optimum den Profit eben nicht komplett ausmaxen. Aber das andere System tut das. Das heißt also, hier gibt es auch einen transatlantischen Clash zweier kapitalistischer Systeme und verschiedenen Verständnisses. Und wenn ich jetzt in Verhandlungen gehe, also wenn ich jetzt sowieso schon sage, ich habe hier eine andere Form von Kapitalismus, dieses System wird sowieso schon aggressiver sein, weil das einfach das Soziale ist lästig. Das wollen wir hier gar nicht berücksichtigen. Also wenn ich das schon als Voraussetzung habe, weiß ich, dass wenn ich mit diesem System in Verhandlung gehe, ich potenziell mehr aufgeben muss als die, weil ich habe mehr Rahmenbedingungen. Das heißt, entweder überzeuge ich das andere System, sich an meine Rahmenbedingungen zu halten, oder ich muss meine Rahmenbedingungen lockern, Stichwort Verbraucherschutz und so weiter und so fort. Damit das irgendwie zum Konsens kommt. Also systemisch gesehen nicht ganz ungefährlich. Aber ich kann dazu im Wesentlichen nichts sagen, weil ja nicht alles transparent ist und offengelegt wird. Das ist ja auch ein bisschen nicht so ein ganz demokratischer Prozess, der hier stattfindet. Und deswegen wäre es eigentlich wichtig zu verlangen und zu sagen, wir möchten Transparenz haben in diese Verhandlungen, in die Klauseln, um die es hier geht. Und das wäre sicherlich demokratisch gesehen ein Fortschritt, damit wir uns wirklich ein Bild machen können, was wir hier aufgeben. Ja, wir haben jetzt noch drei Fragesteller. Wenn es möglich ist, nur ganz kurz, sonst können wir die Fragen je nachdem auch noch in der Diskussion nachher stellen. Wir sind schon leicht über der Zeit, daher nur die Bitte kurz halten. Ja gut, ich wollte auch nur einige Anmerkungen machen. Nämlich, ich habe mich auch gefragt, ob ich hier eine Lobhudelei auf die Rüstungsindustrie kriege, wo ich auch durchaus eigene Ansichten zu habe, weil ich dann doch den einen oder anderen Beteiligten da kenne. Es sei hier einfach mal gesagt, es wird in der öffentlichen Diskussion, den Begriff hat die Russische Föderation geprägt, der hybriden Kriegsführung kommen werden. Das bedeutet zum einen, also die Russen führen ja keinen Krieg in der Ukraine, aber der zweite Teil der hybriden Kriegsführung nach der Hardware ist nämlich Angriff auf soziale Medien, Propaganda über soziale Netzwerke und die entsprechenden Angriffe übers Internet auf die entsprechenden staatlichen Stellen, die ich entweder ruhig halten will dadurch, beziehungsweise entsprechend beeinflussen will. Das bedeutet also, das, was in der Ukraine gerade stattfindet, ist im Prinzip, ich sag mal so, ein Versuchsballon, wie die Kriegsführung vielleicht die nächsten 50, 60 Jahre aussehen wird. Und ja, also ist, wie gesagt, in der Öffentlichkeit noch nicht ganz angekommen, aber wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten in der öffentlichen Diskussion ankommen. Das Zweite sei gesagt, und das sei dann hier jedem Piraten auch mal langsam ins Stammbuch geschrieben, man kann sich natürlich darüber aufregen, dass Frau Merkel abgehört wird, dass Herr Steinmeier abgehört wird. In den USA ist das total egal. Und ich finde es für eine Netzpartei absolut peinlich, wenn dann am Ende des Bundestagswahlkampfs ausgerechnet die CSU aus der Hütte kommen muss und dann sagt, wir verlangen die Rückführung der gesamten Kommunikationsnetzwerke der Bundesrepublik Deutschland in staatliche Hand, weil dann auch Behörde gegen Behörde steht, und eine Verschlüsselung auf staatlicher Basis, damit wir die Kommunikation entsprechend auch sicher machen. Und das ist die Aufgabe tatsächlich, die ich auch im Staat sehe,
dass die Kommunikation gesichert wird und nicht mehr und mehr freigegeben wird. Und das bedeutet natürlich auch, und so verstehe ich dann jetzt letztendlich auch Ihren Vortrag, ich möchte gewisse Kapazitäten im eigenen Land halten, weil ich sie dann auch staatlich kontrollieren kann. Und das, denke ich, ist extrem wichtig. Ansonsten überlassen wir das der freien Wirtschaft und dann sind wir auch alle verkauft. Das, was Sie gerade auf den Punkt gebracht haben, ist allerfeinstes Staatsrecht, by the way, deutsches Staatsrecht. Obama hat ja im November letzten Jahres das direkt mal ausgesprochen und gesagt, Internet ist systemrelevante Infrastruktur. Das heißt, sie ist so relevant wie Wasserversorgung, Stromversorgung und Ähnliches. Und wir haben tatsächlich in unserer Verfassung Vorschriften, die den Staat verpflichten, solche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, und zwar so, dass sie unserer Rechtsordnung entspricht, dass sie unserer Verfassung entspricht, dass sie also grundrechtssicher ist. Es ist genau das. Das ist die Verpflichtung des Staates. Und wenn ich mich als Bürger sehe, dann möchte ich das gerne einfordern. Wie wir das lösen, können wir überlegen. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob wir eine Art duales System haben können, wie beim Fernsehen, wo man sagt, okay, ich habe hier eines, das ist grundrechtssicher und wer googeln will, der soll doch googeln und Facebook. Ich will ja niemandem was verbieten. Aber ich muss mindestens eine Alternative zur Verfügung stellen. Und diese Alternative ist einfach beste demokratische Kultur. Ich muss eine Alternative haben. Hallo. Gilles Bordel hier. Hallo. Bonjour. Folgende Fragen. Sie haben über die Lage der Verteidigungsfähigkeit von Deutschland geredet, ziemlich viel. Haben ein bisschen angerissen, wie es europaweit aussieht. Ich weiß nicht, ob Sie da ein paar Zahlen nennen können, weil das ist sehr unterschiedlich ist, zum Beispiel eben zwischen Frankreich und Deutschland. Also Deutschland hat letztens auch aus historischen Gründen davon abgesehen, überhaupt verteidigungsfähig zu werden. Also das wäre die erste Seite der Frage, ein bisschen so die Lage in Europa zu kommentieren, kurz. Und die zweite Sache, jemand hat schon gesagt, Sie sind sehr leidenschaftlich dabei. Haben Sie schon mal überlegt, mal in die Politik zu gehen? Ich bin ja schon politisch tätig, junger Mann. Nein, ich veröffentliche, ich mache das anders. Ich muss ein bisschen schreiben. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist, dass wir ja tatsächlich Big Data Analytics und Auswertungssysteme bauen für die Industrie. Und ich schlage dort immer die Werbetrommel für Datensicherheit, für Datenschutz. Also Datenschutz ist Grundrechtsschutz. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich stachle meine Technologen an. Also wer IT-Systeme baut, Technologie baut, der soll bitte sich darüber im Klaren sein, dass er Verantwortung trägt, genau für unsere Rechtsordnung, für unser Wirtschaftsverständnis. Und ich erwarte von meinen Technologen, dass die sich Gedanken machen, Sicherheits- und Gefährdungs- oder Bedrohungs- und Gefährdungsanalyse und die Systeme dann so aufbauen, dass sie technologisch versuchen, bereits diesen Grundrechtsschutz zu implementieren. Es gibt ja beispielsweise entsprechende Vorhaben bei Fraunhofer-Instituten, wo es geht um Security by Design und Privacy by Design, wo man schon versucht, Dinge einfach hinein zu designen in eine Software, und das verlange ich von meinen Technologen auch in diesen operativen Systemen. Zahlen zu den anderen europäischen Staaten habe ich nicht, aber ich kann Ihnen versichern, dass die ganz ähnlich denken wie die Bundesrepublik Deutschland. Die wollen ihre Pfründe im Grunde genommen aufrechterhalten, ihre Schlüsseltechnologien eigentlich ja behalten in ihren Ländern. Die haben teilweise eben Probleme, sich unterzuordnen. Also wir hätten sicherlich irgendwie Probleme zu sagen, die Luftfahrt, die geben wir komplett auf, was da ist. Oder wir gehen dann ganz eben und richten und unterwerfen uns Frankreich in Anführungsstrichen. Ich fände das sehr sinnvoll. Ja? Aber da gibt es einfach zu viele, ja, wie gesagt, diese Kleinstaaterei, zu viel Blick auf die eigenen Arbeitsplätze, und das will man dann doch hier aufrechterhalten, und man will eben nichts transferieren in andere Länder. Und das ist ein Problem. Also das ist, ja, das ist das Problem, dass man sich eigentlich nicht einig ist in Europa. Roland Peters, NTV. Oh ja. Hier. Ich habe eine Frage zu den Industrieanlagen und Energiewirtschaft, was Sie am Anfang kurz angerissen haben, dass sich die Angriffe vermehren werden. Und zwar interessiert mich, wo Sie die Hauptgefahren sehen bei diesen Angriffen. Und ich meine, herausgehört haben aus dem Vortrag, genauso wie der Kollege, dass Sie vor allem die militärische Rüstung als notwendig ansehen oder die militärische Forschung als notwendig ansehen, um Technologie zu entwickeln, um sich dagegen wehren zu können.
Und habe ich das richtig rausgehört? Und wenn ja, warum ist es einer zivilen Forschung vorzuziehen? Es meldet sich gerade mein Sicherheitsexperte. Der möchte sicherlich gerade dazu was sagen. Darf ich ihm die Antwort überlassen? Also die Frage, die Antwort auf die Frage, warum das jetzt im Endeffekt unbedingt Forschung im militärischen oder staatlichen Umfeld sein sollte, liegt nicht daran, weil es so lustig ist, irgendwelche militärischen Systeme zu bauen, sondern es liegt ganz einfach daran, dass wir beispielsweise früher oder in der Vergangenheit eben die Situation hatten, dass Technologien, die besonders kritisch waren oder auch deren Einsatz man für besonders kritisch erachtete, durch staatliche Budgets vorangetrieben hat. Man hat sie aber dann unter staatlicher Kontrolle behalten. Es ist natürlich in der Wirtschaft nicht gegeben, weil in der Wirtschaft ist es so, da wenn Sie Budgets bekommen, neue Technologien zu entwickeln, dann geht es primär darum, dass diese Technologien irgendwann ihr Entwicklungsbudget rückspielen müssen. Das heißt, also man sucht dann wirtschaftliche Einsatzmöglichkeiten und diese wirtschaftlichen Einsatzmöglichkeiten, die können möglicherweise nicht im Interesse der Sicherheit stehen. Das heißt, also es geht eher darum zu schauen, welche dieser Technologien sind wirklich kritisch im Einsatz, möglicherweise auch gefährlich im Einsatz und sollten dadurch einer staatlichen Kontrolle unterliegen. Ja, der erste Teil der Frage war ja, was sehen Sie als Hauptgefahr für diese Anlagen? Und daraus erschließt sich ja dann, ob man militärische Abwehr braucht oder nicht. Ich rede auch immer von der Sicherheitsvorsorge. Ich rede ja nicht nur von der Rüstungsindustrie im engeren Sinne. Also ich rede durchaus auch von anderen Möglichkeiten der Abwehr. Aber ich denke jetzt mal beispielsweise, vielleicht haben Sie es mitbekommen, sicher haben Sie es mitbekommen, Ende des Jahres hat man gesagt, über Fessenheim kreist eine Drohne. Ja gut, da fliegt halt irgendein Hobbypilot über Fessenheim rum. Was aber tatsächlich dann sich herausgestellt hat, war, dass zeitgleich über 19 französischen Kernkraftwerken Drohnen gekreist sind, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Ja? Was kann ich dagegen ausrichten? Ja, das muss man sich halt überlegen. Also man hat Helikopter aufsteigen lassen, man hat die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, es gibt ein Überflugverbot bei Atomkraftwerken, daran haben sich die Drohnen ja offensichtlich nicht gehalten. Da ist eben die Frage, was tun wir gegen diese Dinge? Das sind eben wirklich komplett neue Bedrohungsszenarien. Gleiches oder Ähnliches ist passiert jetzt kürzlich, Anfang Januar ist eine deutsche Großanlage ausgefallen, die ist gehackt worden. Das Problem ist eben, dass dieser Hack nicht nur sich darauf bezieht, irgendwelche Daten von irgendwelchen Rechnern runterzuziehen, sondern dass es eben wirklich darum geht, diese Anlagen zu zerstören. Und da sind wir eben einer größeren Terrorismusgefahr ausgesetzt in der Zwischenzeit. Das ist nicht nur Staat... Nein, es war keine Atom. Genau. Trotzdem verursacht es einen enormen Schaden. Und wenn das nicht nur einmal passiert, sondern grundsätzlich passieren kann, ist es ein Problem. Ja. Und das sind eben die Bedrohungsszenarien, die werden zunehmen. Oder eben auch solche Szenarien wie bei Sony Pictures. Das haben wir ja mitbekommen. Sony Pictures ist gehackt worden im Ende des letzten Jahres oder über das letzte halbe Jahr hinweg. Und wir haben mitbekommen, kriminelle Energie, Sony Pictures wird erpresst oder wird genötigt, mindestens einen Film, die Interview, nicht in den Kinos anlaufen zu lassen. Aber da gab es ja eben noch eine Vorgeschichte dazu. Es wurden eben da auch Daten gestohlen, in Anführungsstrichen, über Mitarbeiter bei Sony. Die wurden der Presse zugespielt, die Presse in den USA hat sie veröffentlicht. Sony Pictures hat versucht, dagegen gerichtlich vorzugehen oder rechtlich vorzugehen. Und das hat eine Riesendiskussion ausgelöst in den USA, wo es nämlich dann hieß, hey, das ist doch Free Speech, mein Recht auf Free Speech, viertes Amendment zur Verfassung, das ist doch geschützt, ich kann doch diese geklauten Daten, auch wenn die kompromittierend sind für diejenigen, die sie erzeugt haben, die kann ich doch einfach veröffentlichen. Und tatsächlich ist das die amerikanische Sichtweise und die sind damit durchgekommen, das wäre in Europa nicht möglich. Wieder die Thematik, anderes System, Menschenwürde würde nicht erlauben, auch solche gestohlenen, in Anführungsstrichen, Inhalte zu veröffentlichen. Also wir müssen mit mehr dieser letalen Angriffe rechnen, davon bin ich überzeugt. Je mehr Daten wir erzeugen, je mehr wir vernetzen im Internet, wenn wir alles vernetzen, werden wir grundprinzipiell in allem hackbar. Also wenn ich ein vernetztes Auto habe
und jemand schafft es, über mein Autoradio in den Wagen einzudringen und dann zu überbrücken, den Bus, auf dem die einzelnen Steckteile stecken, die wo eins für den Motorblock zuständig ist und das andere eben fürs Autoradio. Wenn einer das schafft, und die Chinesen haben es schon geschafft, das ist eine kleine Studentengruppe, die konnte Autos schon hacken, die vernetzt waren, dann ist das wirklich keine lustige Vorstellung, meine Damen und Herren, dass ich auf der Autobahn fahre und plötzlich gibt jemand anders Gas. Aber das ist etwas, das ist ungelöst, das Problem. Und wir machen das, und der verstorbene Soziologe Ulrich Beck ist jetzt verstorben im Dezember. Er hat gesagt, wir leben in einer Risikogesellschaft. Wir nehmen Technologien und Systeme live und wir haben überhaupt keine Ahnung, was das anrichtet. Und das betrifft nicht nur hier das Internet der Dinge, das betrifft auch so Sachen wie strukturierte Finanzprodukte. Wir haben es gesehen, was es anrichtet. Ein zweites Mal darf uns das nicht passieren, so eine Finanzkrise. Nur wir lernen nichts draus, wir haben das System nicht geändert und wir sehen, wie sich es wiederholt. Diesmal nicht mit Hypotheken, sondern mit Corporate Bonds. Also mir ist Angst und Bange, wenn ich das sehe. Und wir müssen mindestens aufklären, was hier möglich ist, meine Damen und Herren. Bitte helfen Sie mit. Beziehen zwei Punkte. Europa wird von zwei Seiten bedroht. Okay? A, das wird wirtschaftlich von den USA und militärisch von Russland bedroht. Also wenn Sie das mitgenommen haben, dann ist das sehr verkürzt. Okay, we can probably lose that shortening assumptions in the break that follows now for 10 minutes. We're a bit late. We will start again here in 10 minutes with the discussion round from the previous speakers. Please be in time and have a nice coffee break.